an den Tagen vor dem Tisha B'Av und nach der Meinung von Ashkenazim ab Rosh Chodesh Av, es ist verboten zu anziehen neue gewaschene Kleider, obere Kleider. Wenn dem Hemd zum Beispiel ist sehr schmutzig und es stört ihm, kann er dem Hemd zum Beispiel umziehen. Es ist auch verboten in diesen Tagen waschen dem Kleider. Auch wenn er plant, dem Kleider, was er wäscht, zu anziehen, nur nach 9. Av, trotzdem, das ist verboten. Kleider von kleinen Kindern, was sie machen, oft sehr Kleider schmutzig, kann man waschen in diesen Tagen. Aber auch wenn er wascht Kleider von kleinen Kindern, soll er nicht ergänzen in der Waschmaschine auch Kleider von Erwachsenen. Wenn jemand hat nicht genug Kleider zu diesen 9 Tagen, schreiben dem Poskin, dass er kann waschen auch seine Kleider vor der Woche von dem Tisha B'Av. In dem Fall, wenn Tisha B'Av ist am Shabbat und das an dem Fastag ist am Sonntag, schreiben manche Poskim, dass die Woche vorher, also eine Woche vor dem Fastag von Tisha B'Av, hat demselbe Gesetz von der Woche von dem Tisha B'Av.